Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Wars Movie Duels 2. Ja, vielleicht erkennen es die meisten, vielleicht auch nicht. Ja, das Menü hat plötzlich einen besseren Schriftzug, oder? Ja, also ich denke, wer dieses LP verfolgt hat, merkt, dass die Schrift besser aussieht. Warum ist es so? Ich habe mir ein kleines, ja, also der Ersteller dieser Mod nennt es Add-on. Und zwar dieses Add-on fügt der Mod ein Blocksystem hinzu. Also ich kann jetzt mit meinem Lichtschwert, zuf, zuf, die Lichtschwertangriffe von den Gegnern abwehren. Und ja, diese Änderung hat er auch mit dieser neuen Schriftart hinzugefügt. Moment, was gibt's unter Extras? Verdammt, das ist etwas, was ich nicht anfassen darf. Warte, Escape drücken. Schnell Escape. Extras ist irgendwas mit einem Bonuslö. Okay. Oh, Recorded Fabs noch? Okay, sorry. Weiter geht's mit Revenge of the Sith. Und ja. Jetzt, nach der Rückeroberung des Jedi-Tempels, kommen wir zu einem der wirklich besten Levels der ganzen Star Wars-Saga. Masters of the Force. Ich hoffe, ich werde dieses Level so gut wie möglich spielen können und dass euch das wirklich gefallen wird, was ich da liefern werde. Masters of the Force. At the Temple's Control Center, Obi-Wan logs into the security recordings. In disbelief, he watches Vader's slaughter of the Jedi. Yoda says they have no choice but to destroy the Sith. Der Satz ist unlogisch, aber um die Sith zu zerstören. Egal. Also Englisch, ja. In the Chancellor's Holding Office within the Senate Building. Yoda confronts Darth Sidious. Hey, meine Maus hängt. So, Darth Sidious, gut. Ich werde Yoda nehmen, ganz klar. Jedi Knight. Hey, Maus. Moment. So. Ich hab jetzt mal in den Laser der Maus geblasen, weil die. Geht manchmal nicht. Sie hängt sich einfach auf und bei Ego-Shootern stört das wirklich am meisten. So powerful you are. You will not stop me. Misplaced me, as is your faith in the dark side of the Force. Your evil skills are no match for the power of the So, es geht los. Wir haben die Mission, Darth Sidious zu besiegen. Und ja, während wir hier kämpfen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das war jetzt knapp. Während ich hier mit Darth Sidious kämpfe, kämpft Anakin und Obi-Wan Kenobi auf Mustafar. So, oh mein Gott. Eins muss ich vorweg sagen. Ich muss in diesem Level ein Gott-Mod benutzen. Und zwar gibt es eine Cutscene, so wie in dem Level mit Darth Maul. Und ich sterbe nach der Cutscene, wenn ich nicht unsterblich bin. Komisch, ist aber so. Okay. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen still geworden, aber oh, das ist einfach einer der besten Kämpfe der ganzen Episode. Der ganzen Star Wars-Saga, könnte man glatt sagen. Naja, aber nur fast. Für mich ist immer noch Star Wars Episode 6 ein ganz großer Favorit aller Star Wars-Filme. Scheiße, scheiße. Ach. Komm, ey. Warte, er hat nur noch wenig Leben. Ich muss jetzt leider den Goat-Mode-Cheat einsetzen. Und jetzt werdet ihr gleich die Cutscene sehen. Gleich nach der Cutscene werde ich natürlich den Cheat dann abschalten. So, das ist die Cutscene.
So, okay. Jetzt kann ich eigentlich den Goat-Mode-Sheet wieder ausschalten. So. Ach du Scheiße. Oh, dieser Kampf ist einfach nur klasse. Okay, das nächste Level ladet sich. Und oh mein Gott. Ich muss hier leider cheaten, falls ich das nicht schaffen werde. Tut mir leid, Leute. Aber ich werde es tun müssen. Okay, ich muss die Plattform hochspringen. Okay. Ach du Scheiße. So. Okay, okay. Oh mein Gott. Alalalalalala. Ach du Scheiße, ich muss schneller machen. Nein, 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 genau das meine ich. Ey, seht ihr? Yoda macht einen scheiß Rücksprung-Move und dann falle ich runter. Da kann ich wirklich nichts dafür. Da muss einfach gecheatet werden. Tut mir leid. So. Jetzt sind wir bei Darth Sidious. Eieiei, sein Machtblitz nimmt echt viel Leben weg. Also, hier werde ich zur Not, falls ich fast vom Tod stehe wie jetzt, werde ich natürlich den Gottmutschi benutzen. Alter. Okay. Es tut mir leid, aber schaut nur mein Leben an. Es muss getan werden. Schau, die Machtblitze hätten mich jetzt gekillt. Ich habe nur keine Chance dagegen. So, ich muss noch was dazu sagen. Ich habe mir vor... Ja, letzte Woche habe ich mir die Star Wars Teile 3, 4, 5 und 6 auf Englisch reingezogen. Und ich muss sagen, damit kann man echt seine Englischkenntnis wirklich gut trainieren. Ich sollte besser kein Smalltalk führen, sondern darfst du das vernichten. So. Ja, hey. Dagegen hat man doch echt keine Chance. Wie soll ich die abwehren? Ohne Goat Mode kann ich mir das nicht vorstellen. So. Das war das Level Star Wars Movie Duels 2, die Masters of the Force. Und ja, ich merke gerade, ich habe gar nicht das Blocksystem benutzt, ich Trottel. Ja, wenn ich auf die Taste R drücke, kann ich doch die Lichtschwertangriffe abblocken. Naja, leider habe ich es vergessen, aber egal. Im Level Battle of the Heroes, Anakin vs. Obi-Wan Kenobi, werde ich dies natürlich einsetzen. Gut. Und, oh, wir sehen hier in Credits den Namen Sarah Cato. Das ist die Schülerin von Syndrellic. Erst durch die Kommentare meines Videos habe ich gecheckt, dass das die Schülerin ist. Also vom Namen her, ja. So. Ja, das war's. Und jetzt kommt gleich danach Star Wars Battle of the Heroes. Das große Finale dieses Let's Plays sozusagen. Ja. Euer Kal07.